Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück in 7 Days. Das ist das ganze Gedöns, was wir von der Horde gekriegt haben. Warte mal, ich lad mal so viel rein, wie geht. Wir landen aber auch gleich den ganzen Verkaufskram hier drin. Gut, ist zwar jetzt nichts wert, das kann man drin, aber dann brauchen wir das nicht mehr runterschleppen. Das werden wir alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Das Geld kann man drin, das kann man drin, das kann man drin. Gut, die Muni und das natürlich nicht. Der kann auch rennen. Die nehmen wir mal mit runter. Alles klar. Damit wir nicht so auflaufen müssen. Wir räumen das jetzt gut Schnee weg. Wunderbar. Gut, haben wir noch irgendwas, was in die Verkaufskiste muss? Oder muss das alles runter? Wir müssen vielleicht zwei, dreimal laufen. Aber ist nicht schlimm. Wir werden gleich erstmal noch eine Quest machen, um ein bisschen runterzukommen von dieser doch sehr gemütlichen Horde. Und dann mal gucken. Wir haben hier ja auch noch so einiges zu tun. So ist es nicht. Erstmal die Muni hier rein, die wir nicht dabei brauchen. So. Sehr schön. Hier ist auch noch Muni. Dann haben wir noch ein bisschen Messing. Wir haben auch noch Essen und das. Wir könnten ja eigentlich auch mal ein paar Schätze ausbuddeln. Ne? Ich meine, gibt auch noch Geld. Haben wir ehrlich gesagt auch schon länger nicht mehr gemacht. Und wir haben eine ganze Menge Schatzkarten, glaube ich, mittlerweile. Müsste ich gleich mal gucken. Wir haben, glaube ich, noch andere. Bier kommt erstmal drin. Wir haben noch ein Schimmdüschen. Wir haben auch noch ein Thunfischdüschen. Thunfisch ist da. Sehr schön, wir haben noch ein bisschen Hunde- und Katzenfutter. Wunderbar, was ist das für ein Chaos hier? Danke. Dann haben wir noch eine Dose Nudeln von der Firma Nudels. Und wir haben noch ein Käffchen, wir haben noch Rindfleischration, die kommt gleich hier hin. Und wir haben natürlich auch Shelly, unser guter Händler, auch auf. Lachs haben wir noch. Wo ist das gute Lachs? Da ist der gute Lachs. So, den haben wir noch ein bisschen Kaffee, goldroten Tee und... Was ist das? Roter Tee? Gut, wir haben auf jeden Fall roten Tee. Wir haben goldroten Tee. Wir haben ein bisschen Kaffee. So, und der Rest, das kommt alles weiter runter. Jo. Jo. Sehr schön. Moment, holen wir mal kurz den Rest aus dem Auto. Den Post hat schon. Schotten auf hier. Wegräumen muss ja sein, ne? Gut, alles drin, alles drin. Sehr schön. Auto ist leer. Dann kann mich hier gleich der hier mit drin, der hier mit drin, der kann noch drin. Das nicht, der Rest kommt alles. Hier, die kommt noch drin. Aber der Rest kommt alles drin. Das wird hier mich verkauft, das Gedöns. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Essen, dann brauchen wir nicht so oft hin und her laufen. Das tut ja nicht Not. Sehr schön, sehr schön. Wir hatten auf jeden Fall Ebsen. Sehr schön. Das ist eine Dose Fond. Das kommt hier drin. Dann haben wir noch ein bisschen Lammration. Also Dosen gab es ja wieder gut bei der Horde. So, außer ein bisschen Muni gehört hier oben jetzt nichts mehr hin. Ne? Ne? Die Muni schmeißen wir natürlich gleich erstmal hier wieder mit drin. Gut, gut, gut. Und der Rest kommt alles ein bisschen weiter runter. Gehüllt. Ah, geht doch mittlerweile relativ schnell mit dem Wegräumen. So, Medikamente, das ist von da unten, aber hier hätte ich mal Waffen und Rüstung, Waffen und Werkzeugteile so rausschreiben sollen. Das kommt ja eh alles in eine Kiste, aber. So, Rinder, das ist Medizin, das ist Medizin, das kommt weiter runter, das ist Medizin. Da gucken wir gleich mal, das kommt nach ganz unten. Genau wie das, das ist Medizin. Ganz unten. Ganz unten. Sehr schön, das ist nochmal Medizin. Alles klar, nur noch die Teile kommen hier hin. Die kommen natürlich hier hin. Sehr schön. Gut, gut. Den, nur ein weiter runter. Was haben wir denn an Medizin? Einmal Verbinde. Da haben wir so unglaublich viele von. Wir haben auch ein paar Vitamine. So, warte mal, da haben wir eh schon wieder viel zu viele von dabei. Rinn damit. Den haben wir noch Gips. Gips und Schienen. Dorn. Auch noch ein paar Blutbeutelchen. Wunderbar. Und dann diese komischen Steroide da. Die haben wir hier auch irgendwo da, ja. Die können hier auch mit drin. Und das kommt ja alles ganz runter. Schmerzmittel, ehrlich gesagt, ein bisschen viel einstecken. Davon nehmen wir ein bisschen ab. So. Den haben wir es doch. So, den kommt hier definitiv Eisen drin. Hier nehmen wir, glaube ich, Blei. Yep. Da ist gerade auch drin. Und hier nehmen kommt natürlich das Messing.
das kann Rim. Passt doch. Ist auch sortiert, ne? Jo, also Messing haben wir eine ganze Ecke. Da können wir uns nicht beschweren. Sehr schön, sehr schön. Haben wir die Fahrzeuge wieder leer. Uns geht's auch gut. Wir haben Essen, wir haben Trinken. Schatzkorten. Muss ich jetzt mal gucken. Wir haben die 2-1-Decken. Ja, aber ich meine, wir hatten noch mehr. Bin ich mir nicht so ganz sicher gerade. Wie gesagt, ich möchte auch gerne Kram aus der alten Base rausholen. Ich weiß bloß nicht wirklich, wohin damit. Eine haben wir noch. Nö. Okay. Das kann ich auch mal mit rausnehmen. Das kann die Verkaufskiste. Ist ja sonst noch irgendwas für die Verkaufskiste? Ja, die da, ne? Oder? Ja, ja, die kann die Verkaufskiste. Gut, der Rest bleibt erstmal hier. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns zur Abwechslung mal. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Kann ja auch Geld rauskommen und vor allen Dingen Muni rauskommen. Ich meine, wir haben genug. Ich dachte gerade, da wären Zombie wegen den Sachen, die ich da aufgebaut habe. Aber man kann ja nie genug haben, ne? Das geht drin, das geht drin. Wir kriegen auch Besuch, wie sich das anhört. Jo? Master, we are not alone. Hallo, ein Moment. Ich komme. Hallo, Alleinchen. Da ist noch so ein Alleinchen. Immer mit der Ruhe, Mädel. Genau. Warte, damit ihr mir nicht von hinten überfüllt. Das ist ein kleines Guten Morgen, Wanderhörtchen. So, das muss doch auch mal sein. Wollen ja nicht, dass was von hinten kommt, ne? So, hallo Hannes, ich weiß, du kannst es, aber nicht heute. Da war mal weg und da ist die gute Mutti. Hallo Mutti, bitte. So, warst du schon wieder? Nö, Mutti lebt noch. Oh, das tut mir leid, Mutti, voll mit der Kinnleiste an die Leitplanke. Naja, bisschen Farbe kann der Leitplanke auch nicht schaden. Gut, den wählen wir jetzt. Womit fangen wir an? Mit denen würde ich sagen, ne? Lasen. Wo ist es denn? Irgendwo die Richtung. Ist jetzt nicht weit. 800 Meter. Wir fahren jetzt natürlich mit dem Motorrad. Selbstverständlich. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Den holen wir hin. Wie gesagt, das muss ja auch mal umgehen. Haben wir jetzt, glaube ich, auch schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ich hoffe natürlich auf Geld. Weil, da kann man auch nicht hinterher mit dem Laden. Nee, was ich meine, wir brauchen zwar nicht mehr wirklich was kaufen, wir haben ja so gut wie alles, aber wir werden irgendwann an den Punkt kommen müssen, dass wir wirklich selber Muni in Massen herstellen müssen. Auch wenn wir damit extrem sparsam umgehen, irgendwann kommt der Punkt. Und dafür werden wir jede Menge Messing brauchen, so viel Messing findet man nicht. Also müssen wir notfalls irgendwann unser Geld einschmelzen, woraus wir wieder Messing kommt, aber dafür brauchen wir natürlich jede Menge. Oh, das kriegen wir alle sehen. Und ich meine, die Schätze sind ja schnell geholt. Ne? Das ist ja nun nicht das Problem. Guck, hier haben wir noch einen Airdrop, sehe ich gerade. Wann kam die denn runter? Wir haben den doch geholt das letzte Mal, oder? Muss ja, aber gut, dann nehmen wir ihn mit. Schaden kann es nicht. Ah ja, gut. Ist eh nur noch Mist drin. Gut, gut, die lohnt sich mal wieder wie früher gar nicht mehr. Schade eigentlich. Wo die Blöcke drin waren, haben sie sich gelohnt. Aber mittlerweile... Vielleicht am Anfang des Spiels durch die Waffen- und Rüstungspakete, aber... Das hat sich mittlerweile auch erledigt. So, dann nehmen wir unseren guten Bohrer natürlich. Bohrer regelt. Sehr schön. Wir haben das sowieso dank unserer Skillung relativ schnell hier klein, das Ding. Was hast du schon wieder? Ach, das ist Matschi. Den komm mal her, Mensch. Ich bin am Arbeiten. Ganz schlimm hier, du. Zu dieser aufdringlichen Zombies, ne? Du nährst dich dem Schatz. Ja, was du nennst das? Das dürfte ja rucki zucki gehen. Ich arbeite mich Stück für Stück runter, dann... Keine Zombies überfallen. Genau deswegen, genau deswegen. Na Jungs, komm her, du. Das ist die Frode mit Papa Al Capone. Na dann? Oder ist hier schon wieder ein Wanderhörtchen? Kann auch nicht, soweit ich weiß, du spawnst nur eine Wanderhorde pro Tag. Aber wirklich, wird ja schon kleiner das Ganze.
Ist ja nicht so, dass wir Lehmprobleme haben, aber die Schätze will man ja auch mal haben, ne? Au, was denn du schon wieder? Die habe ich jetzt aber nicht gehört, Mensch. Natürlich, Vehikel, ne? Alle höre ich, aber das ist Vehikel nicht. Typisch. Typisch. Ach, das geht doch rucki-zucki, das kriegen wir hin. Ich fürchte bloß, der Schatz liegt genau unterm Baum. Na, doch nicht. Hier ist er irgendwo. Gut. Der ist genau hier. Da ist er doch. Schon wieder was? Wie viele Lockpicks haben wir denn? Mehr als genug. Dann machen wir es mal auf die altmodische Art und Weise. Schaden kann es definitiv nicht. Unten scheint auch irgendein Erz zu sein oder so. Sieht zumindest ein bisschen nach aus, wegen dem Kies, ne? Ah, deswegen sind wir jetzt aber nicht hier. Na, oh, diese Schatztruhen. Geh, auf, geht, Mensch! Da kann man wohl nicht so schwer sein. Ja, wenn es so weiter geht, wir haben noch, glaube ich, jede Menge Lockpicks zu Hause, aber trotzdem. Ich bohre dich gleich auf, mein Freund. Wir wollen es ja noch nicht übertreiben mit dem Abbrechen. Geht doch. Ja. Komm, den schmeißen wir mal raus. Aber das machen wir mal hier drin. Genau wie den da. Da, die können wir auch hier lassen. Die ist nichts wert. Aber hier, das nehmen wir definitiv alles mit. Also, das hat sich gelohnt. Sehr schön, sehr schön. So, dann lesen wir gleich die nächste. Ist irgendwo in die Richtung. Obwohl es dreimal die gleiche ist, ist in verschiedenen Orten. Gut, ja, wahrscheinlich hat die Person mehr Schätze versteckt. Ist nicht schlimm, dort ist doch ein bisschen. So kommt man auch mal ein bisschen rum. Unsere Freunde wollen uns auch immer helfen dabei. Dann passt das doch. Gut. Oh, hier wäre noch ein Stein für Steine. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Da ist Wasser, wir sind am Kartenrand. Das heißt, wir sind in der Nähe des Zerstörten. Wohl, das war hier irgendwo. Definitiv. Na, mich würde es auch nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn ein, zwei Schätze im Zerstörten wären. Aber ist ja nur auch nicht schlimm. Da waren wir auch schon weiche nicht mehr. Das passt schon. So, der Schatz ist hier irgendwo. Hallo. Gut. Na, Zombies. Map. Gut. Lehm packen wir gleich wieder rein in die Kiste. Dann haut das alles schon hin. Na? Hab ihn doch gehört. Jo. Jo, danke, Drauni. Ich hab's gesehen oder gehört. Da kommt auch noch jemand. Na? Ist doch, unsere Freunde wollen immer mitspielen. Der passt dann alles schon. Den hab ich zu spät gesehen, Mensch. Willst du mich ärgern? Du kriegst Tönnmann am Abflug. Da kommt noch einer, ne? Oder? Ne? Ja, hier rennt halt so einiges rum in der Pampa. Gut. Na, im Moment nicht, aber da kommt garantiert gleich wieder. Er wird ja relativ schnell klein. Der passt dann schon alles. Gut, er ist auf jeden Fall hier irgendwo in der Mitte. Da
dann hau das schon hin. Ich mag diese Schätze persönlich eigentlich ganz gerne. Obwohl es sich halt lohnt, ne? Buddelmäßig zumindest. Der ist auf jeden Fall hier irgendwo. Ja. Yep. Gut, wie viel Lockpicks haben wir denn jetzt? Nur 41. Das haut noch hin. Das haut noch sehr gut hin. Den machen wir auf. Geld- und Munitechnisch dürfte sich das auf jeden Fall lohnen. Da kommt auch schon wieder Besuch. Warte mal. My senses have picked up something. Wo ist er denn? Da? Mensch, Mochi, der Baum kann auch nichts dafür. Reiß dich zusammen. Schlimm. Stören sie euch hier beim Schlösserknacken. Nee, 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 du. Aber irgendwie wollen die Schlösser mich heute auch ärgern. Willst du wohl jetzt endlich mal aufgehen? Sonst werde ich ungehalten, mein Freund. Geht doch. Warum nicht gleich so? Ah ja, aber gut, das könnte man gut vergessen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Gut, das kann man nicht alles gebrauchen, so ist es nicht. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Warte mal, ich wollte die rausschmeißen. Ich wollte den rausschmeißen und ich wollte den rausschmeißen. Aber es passt schon. So, kurzen Moment. Hauen wir die natürlich nicht. Aber den tun wir rein, den. Aber Geld dürfte es trotzdem ein bisschen geben. Sehr viel Magnum-Money, ne? Sehr schön. So, den machen wir gleich die. 936 Meter, das kriegen wir hin. Das ist überhaupt kein Problem. Das wird schon passen. Na, Hühnchen? Aber wir wohl doch nicht Richtung zerstört ist, oder? Schade. Hätte ich gedacht. Ah, wir haben ja noch zwei andere. So ist es nicht. Aber es ist auch ein bisschen Glückssache, was drin ist, ne? Ich meine, das ist nicht fest. Da ist nicht immer Muni oder Geld drin, sondern manchmal auch nur Tinef. Aber das weiß man ja nicht vorher. Gott so. Nicht schon wieder da hängen bleiben. Nö. Ist das da, wo wir vorhin waren? Den wir schon aufgebuddelt haben? Nee, kann nicht sein, oder? Es kommt mir gerade so vor, als wenn wir in diese Richtung fahren. Vielleicht täusche ich mich da aber auch. Nee, klappt doch nicht ganz. Nee, aber sah so eh so aus. Dort eh sie, yeah. Der bleibt mal dem rein. Hat gesagt, stehen bleiben. Danke. Den gucken wir hier auch nochmal rein. Komm eh gleich wieder Besuch. Der wird schon kleiner. Du nähst dich. Man kann es ja skillen, der wird dann noch schneller kleiner. Boah, das fand ich jetzt nicht so wichtig. Das geht ja auch so schon ganz gut. Zumindest mit Bora. Wunderbar. Auf jeden Fall ist es hier irgendwo in dem Bereich, wo ich weggebohrt habe. Das ist doch schon mal schön. I've got a bad feeling about this. Hat diesmal gedauert, aber da kommen wir. Da kommen wir. Hallo, Hornis. Bitte. Hätte mich auch gewundert, wenn mal kein Zombie kommt. Aber gut. Ein bisschen EP muss auch sein, ne? Das kommen wir hier auch nicht, oder? Der muss hier so hin. Da ist er ja. Sehr schön. Den komm her. Geh bitte diesmal ohne Probleme auf, ja?
Das ist schlimm hier, ne? Das ist ganz, ganz schlimm. Ich höre auch schon wieder einen Zombie einkommen. Ja, ja. Ja, da kann man sich nicht beschweren. Danke. Wir kriegen auch schon wieder schlechtes Wetter. Wie hätt's gedacht? Hm? So, warte mal. Das fliegt erstmal wieder raus. Das brauchen wir nicht. Genau wie das. Dann geht das hier erstmal wieder alles drin. Also munitionstechnisch gilt gar nicht so viel, wie ich gehofft habe. Aber munitionstechnisch... Aber wir können hier gut verkaufen. Lohnt sich das auf jeden Fall. Da kann man sich nur eh nicht beschweren. Sehr schön. Den haben wir nur noch zwei Stück. Dann haben wir die zumindest mal weg. Ja... Der ist sogar ganz in der Nähe. Und zwar diese Richtung. Wir machen mal Licht an. Sehr schön. Ist gerade leicht dunkel hier. Durst haben wir auch. Knapp 500 Meter jetzt noch. Das ist Jennifer's Schatzkarte. Wir müssen sie ja mal machen. Wir hatten schon 5 Stück. Sonst kriegen wir sie ja auch nicht weg. Alles klar. Hallo Hirschi. Die sieht man so gut wie gar nicht mehr, ne? Die sieht man echt so gut wie gar nicht mehr. So, hier vorne muss auch irgendwo sein. Yep. Wunderbar. So, einmal kurz ein Schlückchen trinken. Das kann ich schon, meine Freund. So, und dann wollte deine Zombie. Es kommt eh gleich Besuch. Das kennen wir schon. Ah, wir haben es ja auch gleich. Eine noch und den. Sind wir auch soweit durch mit den Schäden? Au, au. Die habe ich jetzt nicht gesehen wegen dem Gewitter. Die Zwillingsfetthärchen. Na dann. Nee, 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 du. Ruhe hier beim Arbeiten. Wir nehmen Home die ich nicht. Stellt euch mal vor, ihr seid am Arbeiten und einer eurer Kollegen, ohne dass ihr damit rechnet, kommt vorbei und zieht euch einen über den Schädel. Oder halt auch in der Schule. Ihr schreibt gerade eine Arbeit, ihr konzentriert euch nicht genug und der Lehrer haut euch rüber. Unanständig sowas. Unanständig! Ja, gut, das mochte der Herr nicht so gerne hören. Bitte. Ah. Zwiebeln wir erstmal durch die Mitte, würde ich sagen. Schon wieder was? Hört sich gerade danach an. Nicht? Ich meine, was Gehör zu haben, aber gut. Soll mir recht sein? Ja, guck mal, jetzt nähen wir uns ja auch. Hier muss es irgendwo sein. Da ist er ja, siehst du mal. Besuch in der Nähe? Nö, ne? Lockpicks haben wir auch noch 34. Passt also. Also mach auf dort Ding. Sehr schön. Wenn das Wetter, glaube ich, wieder besser werden würde, würde mich auch sehr, sehr freuen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre formidabel. Danke. Ja, google mal, google mal. Ja, das können wir alles so geschlossen mitnehmen. Aber... Ach, komm, mal das. Machen wir anders. Geht auch einfach. Hier, das geht wieder raus. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir nur noch die eine. Halbi. Halbi. Incoming enemies, prepare for conflict. Hab dich genau gehört, das war Holbi. Halbi ist bestimmt... Da, vor kurzem ist bestimmt ein Loch gefunden. Kommt davon, Halbi, wenn man mich erschreckt. So, auf jeden Fall... Ja, das lassen wir mal eingesteckt. Das geht alles drin. Wunderbar. Naja, über 20.000 haben wir auch schon, wenn man bedenkt, was wir hier noch alles verkaufen können. Kann man sich nicht beschweren, ne? Dann haben wir nur noch den einen Schatz hier. Und das Raphaels Schatzkarte und der ist...
Ich sagte einfach nur, finde den Schatz in der Nähe. Das ist wieder einer dieser Schätze, der nicht funktioniert, ne? Oder ist das hier, wo ich gerade gebuddelt habe? Kann das sein? Nö, ne? Mömmel, der ist nicht da. Ja, ab und zu, das hatten wir ja schon mal. Gibt's so Schatzkarten, die sind irgendwie buggy. Was sagte er da? Einmal auslocken, einmal einlocken, dann geht das wieder, ne? Irgendwie sowas war das. Ademo. Aber ich will jetzt nicht auslocken. Air from Home, Trail, Jode Horne, Ölschiefer. Oh Gott, was haben wir denn alles markiert? Ne, der Schatz ist hier nicht mit zwischen, ne? Vielleicht wurde Quiz. Jo. Ja, ich will sie ja nur nicht abbrechen, ne? Aber wenn wir vielleicht mal einmal außen machen. Warte mal. Gehen wir zu Quiz. Wir können jetzt gerade nichts anderes markieren, ne? Nö. Ah, einmal ausmachen hat nicht funktioniert. Nö. Gut, dann behalten wir den erstmal. Ist ja auch nicht schlimm. Dann machen wir den andermal. Vielleicht zeigt er ja beim nächsten, nach dem nächsten Neustart an. Das ist ja nur kein Weltuntergang. Warten wir ab. Dim, wir hatten schon mal. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Och, da haben wir noch Zeug. Dann schaffen wir sogar noch den Kram da mal zu verkaufen, den wir bei uns in der Truhe haben. Da geht es Richtung nach Hause. Oh, den Post hat alles. Dim, dim, dip, dip, so, wir haben hier noch einiges bei uns zu tun. So ist es nicht. Wie gesagt, die Mauer oben. Aber da warte ich noch ab, was ihr dazu sagt. Genau, mit dem Rundbogen, da warte ich noch ab. Das ist auch alles kein Problem. Aber was wir unbedingt noch machen müssen, das wollte ich eigentlich vor langer Zeit schon machen. Ich habe mich da bloß vorgedrückt. Wir müssen endlich mal, damit wir die Muni aus der Kiste rauskriegen, ein anständiges Waffenlager bauen. Den haben wir auch wieder etwas mehr, was von drüben rüberholen können. Und den muss ich echt mal durchsortieren. Das, was wir noch brauchen, das holen wir dann rüber. Das, was wir nicht brauchen, das bleibt einfach da und kann von mir aus vergammeln. Wir werden mich den Gebietsschutzblock da rausnehmen. Au! Überschlag mit dem Motorrad, das tut doch weh, Mensch. Für mich ist das Wetter wieder gut. Licht aus. Gut. So, einmal anhalten. Tür auf. Einmal rennen in die gute Budi. Aber man merkt das auch voll. Sobald wir nach Hause kommen, ruckel, ruckel, ruckel. Das sind hauptsächlich die Fackeln. Die gehen so auf die Performiens. Oh, warte mal. Was ist hier drin? Alles, was wir kaufen soll, hauen wir erstmal da drin. Wir verkaufen das aber auch noch. Ich will bloß erstmal Weg sortieren. Es ist ja eh hauptsächlich Muni. Jo. Wir brauchen dringend das Munitionslager. Das Munitionslager wollte ich ursprünglich ein extra Gebäude bauen, aber da müsste ich immer Kilometer weit laufen. Werde ich hier mit hinbauen. Und zwar hier durch. Hier, da haben wir Platz, das passt. Aber hier stellen wir eh größtenteils Muni her an den Werkbänken. Dann können wir jetzt hier gleich reinlagern. Weil draußen wird das langsam beengt. Da sollen noch mehr Gebäude hin. Da kann ich jetzt nicht noch ein Munitionslager hinbauen. Aber die Kiste hier wird auch voll, wie man sieht. Ist sie mich jetzt? Ja. Wir müssen dringend das Munitionslager machen. Warte mal. Was haben wir denn überhaupt einstecken? Geschossspitzen. Die kommen selbst jetzt in die Hirn. Den groben Schrot haben wir auch hier, ne? Ja. Dann haben wir noch ein paar Patronenhülsen. Das ist alles Muni. Schießpulver, das haben wir auch hier. Zack, zack. Und hier die Waffenteile. Und Rüstungsteile, das kommt natürlich auch alles hier mit drin. So, und Geld packen wir erstmal oben drin. Alles klar. Weil wir wühlen uns fest mit Muni. Ich weiß nicht warum. Aber wir kriegen immer mehr Muni. Ohne. Wir werden die Muni nicht los. Wir werden sie einfach nicht los. Die meisten haben Probleme mit Muni. Gut, das ist aber auch nicht viel, was wir an Geld haben, ehrlich gesagt.
Wir werden jetzt einmal ganz kurz den Kram, den wir drüben in der Kiste haben, Schnee verschäbeln, bevor er zumacht. So. Und den. Dursas, wir nehmen hier alles mit. Außer die Muni natürlich. Bevor, damit ich sie nicht aus dem Verkauf lagere, ist hier einmal kurz zwischen. Schaden kann es nicht. Dann gehen wir einmal kurz hier. Das kann raus. Und das kann raus. Einmal kurz auf Reparierkurs. Na, zumindest bei den Sachen, wo sich das lohnt. Wir müssen es eh neue Reparaturkits machen. So, warte mal. Hier. Wir können das auch noch ein bisschen wertvoller machen. Da können wir zum Beispiel den mit drin machen. Haben wir sonst noch irgendwas am Mods? Kann man nicht eben irgendwas aus dem Paket raus? Nö, ne? Ich nicht sehen an Mods, außer dass hier noch Muni drin liegt. Hier, die erstmal raus und die erstmal raus. An Mods sehe ich hier jetzt ehrlich gesagt gar nichts mehr. Gut. Einmal rüber zu dem Guten. Ist ja nicht so, dass er Kilometer weit weg ist. Da können wir auch zu Fuß laufen. Dem Horst hat er auch. Ja, 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 ja. Hallo, mein Freund, hallo. Lang nicht da gewesen, ne? Sehr, sehr lang nicht da gewesen. Aber das passt schon. Ach, Uschi, hallo. Wir verkaufen jetzt erstmal. Du kriegst die da. Ich weiß, ich könnte jetzt da auch deine Dingsum, habe ich jetzt vergessen. Naja, gut. Nein, ich meine dieses Irrsoße-Dingsums. Passt schon so. Hier ist auch noch Muni. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht mein Kram verkaufe. Das wäre doof. Mein Boras hier unten, das ist auch meins. Gut. Ja, der lohnt sich eh nicht zu reparieren. Damit wir den Grom hier mal loswerden. My senses have picked up something. Die nochmal. Sehr schön. Den nochmal. Den nochmal. Von mir habe ich jetzt nichts verkauft. Na, nö. Ist alles noch da. Sehr schön. Vielen Dank, mein Freund. War jetzt nicht so super viel. Jo. Was ist denn hier los, Mensch? Oh. Das ist schon wieder eine grüne Uschi. Okay. Wird langsam Gewohnheit, wa? Na, Lady. Okay, okay. Noch eine grüne Uschi. Mach einen Abflug, Lady. Oh, warte mal. Richtig Action, du. Na top, au. Was ich jetzt? Durch einen Kurztreffer? Ist doch dein Ernst? Alter, was zum Henker? Machen die für Schaden mit ihrer Kurze? Okay. Ich habe die Kurze sonst immer ignoriert, weil die nicht gefährlich ist, aber ich sollte in der Tat der Kurze ausweichen. In der Tat sollte ich dir kurz ausweichen. Na, Uschi? So, der hier noch. Der hier. Nein, 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 da kommen noch mehr. Okay. Na? Da ist schon wieder eine. Was ist denn hier los, Mensch? Polizeiausflug beim Händler. Au! Da kommt auch noch eine. Na, hängt's fest, mein Freund? Oh, bitte. Oh, und nochmal. Genau. Okay. Da ist auch noch eine. Ja, mein Freund, ich weiß, dass du nur liebst. Und bitte. Ich höre jetzt auch noch mehr rumknüppeln. Warten wir erstmal ab. Ich will einmal kurz wegen meiner Gehirnerschütterung herum. So. So, hauen wir uns mal Antibiotikachen rein und essen mal ein bisschen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber passt schon, passt schon. Ja, dann können wir auch gleich verschäbeln. Da ist noch was. Da knüppeln noch einige. Ich glaube, die hängen entweder im Händler fest oder auf der anderen Säule. Na gut, wir haben gleich wieder was zu verschäbeln. Hier machen wir mal zu. Ich glaube, die hängen hier fest.
Jupp, alle Money. Okay, da sind in der Tat noch einige. Sehr schön. Na Mann. Sehr schön. Gut. Wir gehen nochmal rein zu unserem guten Freund, den Händler, ne? Level Up hatten wir auch. Den brauchst du doch. Sehr, sehr schön. Da, 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 da. Let us speak, Survivor. Ich habe noch mal was für dich. Ich habe mich um deine Nachbarn gekümmert, mein Freund. Du kriegst das noch einmal, du kriegst den noch einmal, du kriegst den noch einmal und den kannst du auch haben. Sehr schön. Thank you, Survivor. Check back soon. So, und wir haben noch ein Level Up. Ja, mal gucken, wo haben wir das denn drin? Glücklicher Sammler. Ob das wirklich was bringt. Aber vielleicht kriegen wir vielleicht irgendwann so mal das letzte Buch, ne? Komm, wir hauen glücklicher Sammler nach hoch. Schaden kann das nicht. Letzter Punkt ist 25% und hier 20%. Jut. So, den sollten wir auch mal reparieren hier, ne? Sehr schön. Und dann Gedöns, dort geht den erstmal nach Hause. Und den Prostat. Sehr schön, sehr schön. Hat sie doch mal gelohnt. Was sind wir jetzt mittlerweile von der Game Stage? 277 inzwischen. Oh, gut, kommt dann langsam. Ich glaube, die 300 oder so. Ich weiß gar nicht, ob wir die einfach 19 hatten. Aber ich meine, die habe ich noch nie gehabt. Hier, wir werden sehen, wie wir den sehen. Aber das grüne Schreierin aufkommen, gefällt mir irgendwie. So, erstmal rin. Das rin, das rin. Wie gesagt, das passt eh nicht mehr rin. Gut, gut. Geld packen wir erstmal hier wieder mit drin. Ein bisschen Kleingeld haben wir ja wieder. Messingeisen gehört nach unten und der Thunfisch, der gehört hier drin und der passt hat auch alles. Gut, gut. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns dem Morgen. Zumindest fangen wir damit an. Nicht, dass wir ihn fertig kriegen, glaube ich nicht. Das soll ja auch ordentlich werden. Aber wie kümmern wir uns erst mal? Render. Um den kleinen Raum, das soll ja kein großer werden. Elfenbusblei. Für die Munition, weil die Kiste wird voll. Das geht nicht anders. Jut, jut. Sehr schön. Aber dann verabschiede ich mich für heute von euch. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Bye, bye.